Hey, Leidl, hoch her, wollen wir das da spielen? Eingefahren. Zuerst musst du hinhupfen und dann fährst du an mit der Presse. Alter Fuchs, so gut war ich noch nie. Aber als Sieger bin ich echt noch nie vorne angestanden. Ja, okay, zwei von den Filmen waren schon dreimal zum Sehen. Aber jetzt ist es die Nummer 4. Natürlich müssen wir beobachten mit der ersten Seite, falle ich wohl. Und die Ecken sind auch gut. Aber das Büttel kommt Filme aus der Kiste. Stein, Stein. Ah, du! Ist ja unglaubbar. Ein historisches Hauberl. Echt total schmucklig. Alter, wenn mein Lächeln noch breiter wird, geht mein ganzes Geld für Zahnpasta drauf. Ich hab so viel genickt, dass ich ein Sixpack bekommen hab. Ja? Lass uns von hier abhauen, bevor mein Genick ein Footballstipendium erhält. Ich habe auch schon ein Loch in den Fußboden gekratzt. Als Fluchtweg? Nein, ich war nur so gelangweilt, aber das ist eigentlich eine gute Idee. Ich hab irgendwie ein schlechtes Gewissen. Ja, wir sind zwar durch Abwasser geschwommen, aber das ist nicht der Grund, weshalb ich mich so dreckig fühle. Ja, er ist neu und will nur ein paar Freunde finden. Lass uns zurückgehen. Na gut, aber wir müssen aufhören, ihm zuzustimmen, obwohl wir ihn nicht verstehen. Gut, abgemacht. Oh, hallo, ihr müsst Gumball und Darwin sein. Oh ja, hi, und Sie sind Peters Eltern? Oh, hat er uns erwähnt? Wahrscheinlich. Wir finden es toll, dass Peter endlich ein paar Freunde gefunden hat, die dieselbe Sprache sprechen. Ach ja? Und er freut sich total darüber, dass ihr heute Abend mitkommen wollt. Ach so? Aber ihr Jungs scheint ja momentan wirklich unzertrennlich zu sein. Wartet, wie nennt ihr euch nochmal? Nicht die drei Musketiere. Nein, sowas wie die drei Amigos. Ach, ich komme nicht drauf. Wie war das, Schatz? Pete sagt es ständig. Die drei, Die drei... Jungs? Na klar! Ach, er kann so witzig sein. Tja, er ist auf jeden Fall sehr wortgewandt. Freundel, ihr seid früh nach der Treffzeit. Ach, Petey, du bist zu spät dran. Deine Freunde waren pünktlich. Ja, stimmt eh. Ich habe mich total versekundet. Entschuldigt, Cent. Kein Problem, wir verstehen das total. Ach ja? Was ist? Steigt ihr ein? Ja, es geht schon wieder los. Was sind denn eure Hutgrößen? Mal sehen. Okay, wir haben einmal S und einmal XXXXXXL. Oh, das war aber unsensibel. Alles in Ordnung? Ja, dein Kopf ist eben groß. Das macht mir gar nichts. Vielleicht will sie uns Partyhüte kaufen. Ja, wahrscheinlich hat Peter Geburtstag. Oh, und wir haben gar kein Geschenk. Vielleicht können wir was improvisieren. Was hast du in den Taschen? Nur das, was mir in der Kanalisation in die Hose geschwommen ist, aber ich will nicht nachsehen. Behalten wir das mal im Hinterkopf. Okidoki, da ist ja schon das Rathaus. Bitte sehr, Jungs. Ha, wusste ich's doch, Partyhüte. Aus Wolle, so schön warm. Ach, Schätzchen, das sind doch keine Partyhüte. Es könnte trotzdem sein Geburtstag sein. Und warum sollte er im Rathaus feiern? Weiß nicht. Vielleicht wollte er statt einem Clown, der über seine großen Schuhe stolpert, einen demokratisch gewählten Bürgervertreter, der Formulare vertauscht. Ich wusste, dass hier was nicht stimmt. Partyhüte gibt's nur in einer Größe. Da hat's geklingelt. Nicht bei den Skimasken oder dem Wurfanker. Wir haben nicht mal eine Glückwunschkarte. Ja, wenn ich glaube nicht.